Einen wunderschönen guten Abend zu einer neuen Ausgabe des Treffer heute aus außergewöhnlicher Umgebung, aus dem Homestudio in Bayreuth. Und ich freue mich ganz besonders, dass einer mein Gast ist, der auch schon mal in Bayreuth war, aber jetzt erfolgreich in Selb an der Bande steht, bei den Selber Wölfen als Trainer, das ist Sergej Wassmiller. Der hat gerade den Klassenerhalt in der DL2 geschafft mit den Wölfen und er ist heute mein Gast. Servus, Sergej. Servus, hallo. Paar Tage liegt das Ganze schon zurück. Trotzdem, die Eindrücke sind ja noch frisch. Wie hast du das letzte Spiel, das Entscheidende, das Sechste gegen Heilbronn erlebt? Ja, also das war ein sehr, sehr spannendes, interessantes Spiel. Also mit einem Sieg, mit bei der großen Kulisse, wir haben unsere Ziele erreicht gleichzeitig. Da waren unglaublich Gefühle. Natürlich, von einer Seite warst du leer, weil es viele Emotionen, viele Energie, viele Nerven gekostet der letzten Zeiten oder diese ganze Serie, war nicht so einfach schwer war. Aber am Ende war es sehr gut. Also wir haben auch die gute Eishockey gezeigt in die gesamte auch Serie, besonders der letzte Spiel und bei heimischer Kulisse, bei ausverkaufter Halle, bei eigenen Fans zu gewinnen, ist natürlich sehr, sehr, sehr gut. Gebe ich dir recht, und weil es so schön ist, gucken wir da, bevor wir das Ganze, die ganze Saison im Gespräch nochmal vertiefen, gucken wir auch nochmal rein in diese tollen Feierbilder am Ende, die ihr euch auch verdient habt mit den eigenen Fans, und lassen uns nochmal so einen Überblick geben, filmisch, wie die Saison so war. Geschafft. Der Klassenerhalt in der DL2, er ist in trockenen Tüchern. Es war ein hartes Stück Arbeit, sich in der Best-of-Seven-Serie gegen die Heilbronner Falken durchzusetzen. Mit 4:2 gelang es den Wölfen nach Siegen und das auch noch vor den eigenen Fans. Über 3000 waren in den Wolfsbau gekommen, um mit dem Team zu feiern. Ich muss erstmal, wie gesagt, drüber schlafen. Ich bin einfach nur mega happy. Die Boys haben gefightet. Wir sind zurückgekommen, letztes Spiel schon, damit wir es hier zu Hause fertig machen können. Und mir fällt einfach ein Riesenstein vom Herzen. Ich bin einfach nur überglücklich, dass wir das heute, ja, gepackt haben. Ich muss erstmal wirklich drüber schlafen, weil ich einfach nur ja, überglücklich bin und ja, mega happy. Der Schlusspunkt, das Drinbleiben gegen Heilbronn. Es war das Ende einer langen Saison, in der sich Höhen und Tiefen einander abwechselten. In der es lange schien, als könnten die Wölfe einen Pre-Playoff-Platz ergattern und direkt den Klassenerhalt schaffen. Platz 10 wäre das gewesen. An dem aber sind die selber knapp vorbeigeschrammt. Eine Leistungsstelle kurz vor dem Ende der Hauptsaison ließ sie von diesem Pfad abkommen. Ich denke, ja, über die Saison hinweg, es sind immer wieder Kleinigkeiten, die uns dann im Endeffekt den Sieg oder die Gegentore kosten. Da müssen wir, wie gesagt, vielleicht noch ein paar Pucks tief bringen, dass wir die Verteidiger oder die defensive Arbeit von denen nutzen für uns, dass wir sie müde machen und ja, wie gesagt, ein paar dreckige Tore reinmachen. Was besonders in Erinnerung bleibt? Na klar, die Derby-Siege gegen den Oberfranken-Rivalen aus Bayreuth. In 3 von 4 Spielen siegten die Wölfe gegen die Tigers. Das schmeckt. Derby ist natürlich für die Stadt, für den Club, für die Fans was ganz Besonderes. Für uns natürlich auch. Und gerade nach der bitteren Niederlage gegen Krefeld wollten wir natürlich heute doppelt punkten. Und ja, das haben wir damit gemacht. Und das Team feiert noch immer. Nicht die Derby-Siege, sondern den Klassenerhalt. Auf Dienstreise ging es über Amsterdam auf eine der spanischen Inseln im Atlantik. Mersong-Manet. Außer viel Spaß. Feiert schön und gute Erholung. Ja, Sergej, tolle Bilder aus der selber Eishalle, aus dem Eisstadion, von eurem Klassenerhalt. Und jetzt vertiefen wir das Ganze mal und schauen uns die Saison im Ganzen an. Ihr hattet keinen ganz leichten Einstieg und irgendwann, und ich weiß, ich kann mich erinnern, wir hatten ja sehr häufig Gespräche nach den Spielen, haben wir uns nach der Pressekonferenz getroffen und haben von Stabilität geredet. Irgendwann seid ihr mal stabil geworden und dann aber auch interessanterweise, als ihr es gar nicht mehr gebrauchen konntet, hinten raus habt ihr nochmal gewackelt.
Habe ich das, wenn wir mal ausklammern die Playdowns, wenn man nur die Hauptsaison sieht, habe ich das so halbwegs richtig zusammengefasst? Gebe ich dir vollkommen recht. Also jeder von uns wünscht, dass das eine konstante Leistung gesamte Saison. Wobei ich sage, jede Mannschaft hat eine Schwäche. Es kommt darauf an, wie tief fällst du da runter. Das ist natürlich, ist es immer die Frage, warum? Ja, dann versuchst du dann das viel analysieren. Ich denke, wir haben natürlich nicht das top besetzte Mannschaft gehabt in die Liga. Der einzige, denke ich, die Mannschaft, wo durchmarschiert in die Liga, das war der Kassel. Alle anderen Mannschaften waren auch Tiefen gehabt, aber nicht so wie bei uns. Und das ist natürlich, wir haben gut gestartet, wir haben gut vorbereitet. Dann haben wir so gleich ein Stück Serie ohne Siege geblieben. Wobei ich sage, wir waren, sage ich, wenn mir der Punkt, ein oder anderer Punkt haben wir abgenommen oder in Führung war, mehrere Punkte zu nehmen. Da haben wir das wieder, die Phase uns gefangen, haben wir die Phase durch die Weihnachten, Silvester, mehr Punkte gemacht, mehr Siege reingefahren und dann wieder war so eine Hänge. Und das ist so ein Zeichen, auch ein bisschen Qualität in die Mannschaft gefällt, dass es wahrscheinlich war, auch durchaus die viele jüngere Spiele, wo die auch nicht konstante Leistung bringen könnten auf die gesamte Strecke. Wie gesagt, es gibt so mehrere Faktoren. Von der gesamten Hauptrunde, ich denke, so drei, vier, vielleicht fünf Spiele, wo wir nicht gut waren oder chancenlos waren, aber Rest. Wir waren immer knapp dran, wir waren immer ein ganz knappes Ergebnis oder Empty Net Tore kassiert. Das ist diese erste Analyse, was es erst einmal kommt. Natürlich, wir werden noch mal tiefer angreifen, wir werden noch mal schauen, dass es was ist genau passiert in dieser Saison. War wie gesagt keine leichte Saison. Wichtig war, dass wir Arbeitsatmosphäre nicht verloren. Wir waren immer positiv geblieben. Wir haben hart gearbeitet. Wir haben gewusst, das könnten wir auch schaffen. Und mein Bauchgefühl sagte, wir hätten Pre-Playoff schaffen müssen. Und das hat uns 6 Punkte nicht gereicht, beziehungsweise 2 Siege. Und ich weiß genau, wo die Punkte liegen lassen. Und deswegen ist es natürlich, tut weh. Aber wie gesagt, am Ende zählt und Klasse, haben wir erreicht und der Fokus liegt sofort auf die neue Saison schon. Wenn man vergleicht die letzte Saison noch, als du nicht da warst und die jetzt, ich habe viele Spiele diese Saison gesehen und auch die davor, das ist ein ganz klarer Schritt nach vorne. Das würde mich jetzt wundern, wenn du das anders sehen würdest. Definitiv. Also natürlich, die letzte Saison ist schwierig, weil für die gesamte Verein. Es war auch Corona-Fall, viele kurze Kader gehabt, überhaupt zu spielen. Also ist das schwierig zu vergleichen. Plus natürlich, das ist meine nicht erste Saison, wo ich das Mannschaft nehme und da versuche, dann durch die Jahre aufzubauen und konkurrenzfähig zu sein oder gute Mannschaft zusammenstellen. Und das dauert. Das ist so ein gesamter Prozess. Und für mich war irgendwie auch klar, dass wir die Saison durchwachsen, beziehungsweise mit Höhen und Tiefen. Aber warum? Weil wir haben auch, denke ich, auch zu spät ein bisschen angefangen, Mannschaft zusammenzustellen. Und plus, da hat dann noch, jeder Trainer hat seine eigene Sicht, was er sehen will von der Mannschaft. Und natürlich die ein oder andere Stelle, ich hätte gerne Änderung wollte oder müssen, werden wir auch machen. Und ich denke, ich bin zuversichtlich, denn nächstes Jahr, wir greifen nochmal zu und werden wir diese gut analysieren, Saison und nächstes Jahr von Anfang an sehr gut vorbereiten, auch punktuell die Stelle besetzen. Und dann werden wir schon konkurrenzfähig in dieser Liga. Plus, aber muss man auch dazu sagen, wir haben vielleicht auch stolze 66 Punkte oder wie viele haben wir gemacht haben, und oder 62, Entschuldigung, 62. Und hätten, wie gesagt, ein bisschen nicht gereicht in der Pre-Playoff. Und das ist natürlich, für mich ist es ein bisschen tut weh, sage ich so jetzt. Auch für die Fans, muss man sagen. Hätten wir auch lieber gern Pre-Playoff gespielt, dann haben wir auch verdient. Meine Meinung, wir waren nicht schlechter als Regensburg oder Weißwasser, haben wir die auch dreimal geschlagen. Und das ist für mich das Zeichen, wir hätten auch genauso Pre-Playoff spielen müssen.
Der Verein, die Selberwölfe, die sind ja eine Menge, ja, vielleicht auch Risiko eingegangen. Die haben ja auch investiert, nicht nur in Spieler, was auf dem Eis ist, sondern auch in die Eishalle. Es gibt einen Kraftraum, da hat der Stefan Usdorf von den Ice Tigers gesagt, das würde er auch gerne haben in Nürnberg. Ihr habt VIP-Räume gebaut. Ihr macht eine sehr spürbare Außendarstellung. Also es gibt verschiedene Investitionen in verschiedene Punkte. Auch das ist, glaube ich, wichtig, um eine gesamte Organisation nach vorne zu bringen. Definitiv. Also das, was außenrum gemacht worden und in dieses Jahr war dieses Traditionsverein mit 70 Jahre alt, plus natürlich der außenrum, was da passiert, mit den Kabinen gebaut, neue Bande, neue Licht, neue VIP, Fitnessstudio, die Rahmenbedingungen geschafft, dieser Standort definitiv der DL2 gehören. Plus, wir als verantwortlich von sportlicher Seite auch müssen wir besser machen, aber das muss man gesamte funktionieren. Ohne für die ganze Projekt diese selbe Wölfe, ich denke, ist enorm wichtig, dass es nächste Saison sehr gut in die Liga etablieren, spielen, also im Mittelfeld mindestens, also wünsche uns alle zusammen, weil ich denke, die außenrum die Leute auch das auch verdient und wir werden definitiv das machen. Wer sich noch wünscht, als Standort in der DL2 erhalten zu bleiben, und die müssen richtig zittern, das sind die Bayreuth Tigers, dein früherer Verein. Die sind jetzt dran in der zweiten Playdown-Runde gegen Heilbronn, gegen euren Gegner. Ja, und jetzt ist Do or Die, die müssen sich durchsetzen in der Best-of-Seven-Serie. 1:1 steht es im Moment. Und das zweite Spiel, das hat Bayreuth gewonnen, das erste Heilbronn. Und jetzt gucken wir mal ganz kurz, was Marc Vorderbrücken, der Co-Trainer der Tigers, so mit Blick nach vorne sagt auf die nächsten Spiele. Schluss, glaube ich, war es auch eine Willensentscheidung in der zweiten Verlängerung, dass wir das Tor auch gemacht haben. Ja, das ist eine Willensfrage. Und da habe ich schon, oder haben wir immer gesagt, die Mannschaft ist intakt, die Mannschaft ist positiv, egal wie die Hauptrunde bisher gelaufen ist. Das ist das, was Marc Vorderbrücken sagt. Sergej, dein alter Verein, das wird eine enge Kiste. Also das wird Spiel 6, Spiel 7. Wenn es richtig blöd läuft, haut es auch nicht hin. Also das wird eine Zitterpartie. Wie siehst du das? Also ich wünsche, dass es natürlich Bayreuth bleibt als für unsere Region. Aber wie gesagt, der Heilbronn hat auch gezeigt gegen uns, die sind keine schlechte Mannschaft. Letzte Frage an dich, Sergej. Augenscheinlich ist im Eishockey lange Pause, nämlich von jetzt bis, ja, wann fangt ihr das Trainieren an? Im Juli. Also trotzdem bleibt für dich, glaube ich, nicht viel Zeit. Hast du die Möglichkeit, mal 2, 3 Wochen wegzufahren, selber Kraft zu tanken, oder wird das eng? Ja, ganz ehrlich, ich wünsche mich, dass ich irgendwann wirklich mit meiner Frau irgendwie Urlaub habe. Aber zurzeit ist es nicht einmal die Rede dafür. Davon, wir arbeiten sofort auf die nächste Saison. Ein paar Tage zumindest haben sich deine Jungs gegönnt, jetzt irgendwie über Amsterdam auf irgendeine spanische Insel, glaube ich. Da lassen sie es schon mal jetzt ein paar Tage krachen. Das ist auch in Ordnung, aber wie du sagst, dann schon wieder ja, vorbereiten angesagt, ne, auf die nächste Saison. Und wir wünschen euch definitiv viel Glück, werden das Ganze natürlich im Blick behalten. Und ich freue mich, wenn du dann bei Zeiten, wenn es Richtung Vorbereitung geht, wieder dabei bist für ein kurzes Interview hier bei uns. Ja, gerne. Vielen Dank, Dirk. Sehr, sehr gerne. Bis zum nächsten Mal, Sergej. Das war's mit dieser Ausgabe des Treffer. Nächste Woche wird es weder aus dem Studio in Hof noch aus dem Home-Studio keine geben. Da ist Ostermontag. Da machen wir den Laden mal zu. Ansonsten dann in 2 Wochen wieder. Bis dahin, gute Zeit, frohe Ostern. Servus. Na, durstig? Mehr braucht es nicht für die perfekte Erfrischung. Ganz viel fruchtiger Geschmack, abgefüllt in deiner Region. Natürlich für dich. Libella. Echt fruchtig, frisch. Natur erfahren. Klettern. Architektur bestaunen. Bewegung erleben. Oder ein leckeres Essen auf der Seeterrasse genießen. Auf geht's! Lass sie uns gemeinsam entdecken! Die weltgrößte Erlebnisholzkugel am Steinberger See. Zeit für eine Pause! Jetzt neu mit Klettertrail, Balancierpfad. Und falls ihr länger bleiben wollt, Chalets am See zum Übernachten. Die perfekte Auszeit vom Alltag. www.dieholzkugel.de